Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Gubis. Gebt dem Video bitte ein Like, ein Abo wäre auch super nett und schreibt mir einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ich habe einmal nochmal Respekt. Rare Items. Wir nehmen mal die Rare Items mit, dann kann man sich da nichts mehr leisten. Ein HP. Was ist denn, wenn wir das nehmen? Und dann die Challenge spielen mit 1 HP. Haben wir noch trotzdem 2? Spinky Winky ist locked to unlock Spinky Winky Defeat. A total of 7000. Aber die Zahl nimmt hier ja gar nicht zu. Wir haben das schon in der letzten Folge da. Nee. Okay, das heißt, wir gehen nochmal zurück. Gut. Refund. Rare Item. XP, XP. Let's go. Ohne das, oder? Ein HP ist halt zu schnell weg. Wir versuchen es erstmal ohne. Und gucken mal, wie viele Rare Items wir bekommen. Muss in die Gegner. Da. Pum, pum, pum. Level. Dealing Damage. Dealing Damage. To enemies above 95%, dafür hast du 20% Chance und 25% Chance. Ja, das ist mir zu viel Chance zu Chance. E-Items haben wir noch keine. Frostbolt mit Slow. Testen wir das mal. Hatten wir bis jetzt noch nicht. Vielleicht ist das ja ganz praktisch gegen die Gegnermassen, die später kommen. Ist der Schneeball. Okay. Man sieht ihn fliegen. So, Chain. Definitiv Chain Attack. Also wir hatten auch vorher doch schon in den letzten Runs sehr viele Rare Items bekommen. Eigentlich dürfen wir uns da gar nicht beschweren. Wir nehmen wieder unseren Brand mit. Also manchmal sind die Rare Items auch nicht so toll. Das ist ein so früh schon Magnet. Ich hätte doch gar keine Erfahrung auf der Karte. So, jetzt hätte ich gerne irgendwas mit Projektilen. AE, Damage, Range, Meteoriten. Nehmen wir von mir aus mit. So, es war dreimal Brand und noch kein Meteorit. 5% ist heim. Ist zack wenig. Ich denke, das lohnt sich wirklich erst, wenn wir massig Projektile haben. Die sich gegenseitig auslösen. So. 10% Chance immerhin. Im Prinzip jeder 10. Schuss, wobei das Quatsch ist. Bei jedem Schuss werden die 10%. Ja, genau. Hat man drei Stück hintereinander, dann wird eine halbe Stunde keinen. Ich hätte jetzt gerne das Split. Ist nicht dabei, also nehmen wir Chain mit.
wie viel Kills sollte man in der ersten Minute? 160 oder so. So viele Gegner gibt's noch gar nicht, oder? Die, okay. Janet ist. Das macht gut Damage. Jetzt noch ein Piercing oder ein Splitting. Tech Speed. Lasst unser Tech Speed mitnehmen. Also mehr XP. Ist ja nicht verkehrt. 100%. Ja, da war Piercing, habe ich gerade gesehen. Das war vielleicht doof. Vor allem brauchen wir jetzt definitiv noch Projektil Damage. Ja, das meine ich. Oder ein Piercing, wir nehmen mein Piercing mit. Und dann Splitting. Dann müsste sich doch der Gepierste auch nochmal splitten. Oder? In der Theorie. Da hätten wir unsere ersten Kettenreaktionen schon zusammen mit Meteor. Oh, Übertick. Ein extra Projektil. Gerne. Jetzt ist es Pflicht, Projektilschaden zu kriegen. Ansonsten sind wir auf der zweiten Karte zu schwach. Also die erste Karte, das ist schon eine super Eskalation. Fancy. Wow. 100% Chance. 5 Enemies. 6 Schaden. Aber das haben wir jetzt 15% Chance auf den Meteorit. Das sind harte Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Magmus. Den kennen wir, glaube ich, auch. Ach doch, den kennen wir. Die Pinocchio-Nase. So, Split. Wunderbar. Now we are good to go. Wie schnell der geplatzt ist. So, gib uns Split, bitte. So, ja, was ist das denn? Regeneration. Okay. Gerne. Aber wir sind leider sehr schwach. Brauchen noch Projektilschaden, irgendwas. Warum? Mist. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, ob das reicht für die Karte. So, wie sieht die denn aus? Auf jeden Fall haben wir eine große Fläche, das ist gut. Oben kommen wir nicht durch. Hier unten ist auch eine gute Fläche. Da
Das ist gut, also viel Platz zum Ausweichen ist da. So, Experience. Boah, kann man das machen? Noch ein Projektil mehr. Aber noch weniger Schaden. Möglicherweise war das keine gute Wahl. Zwischenboss, der uns hoffentlich ein starkes Upgrade gibt. Lass mich weg. Was gibst du uns? 2x10% AE-Radius, ja. Das macht unseren Meteorit, glaube ich, ein bisschen stärker. Wo ist da denn passiert? Prozent für den Meteoriten, okay. Let it rain. Let it rain. Mir doch All Damage, Projektil Damage, bitte. Das ist jetzt Key. Wir brauchen definitiv Schaden. Regeneration, nee. Ist dann. Ist alles nicht so toll. Dann nehmen wir den Stun mit. Also Meteoriten sind einige da. Die 40 Schaden sind auch nett. Also unser Schaden kommt nicht über unsere Waffe, sondern über unsere Fähigkeiten. Ja, ist ja auch eine Spielweise. So, was haben wir noch? 25% Chance. Oder Feuer. Ja, komm. Der Schaden, also der Meteorit carried uns. Der trägt uns. Jetzt in dem Run 3000 Kills. Wir brauchten 100.000 für den nächsten Blobberisch. Dizzy Ball. Die more damage, the faster you move. 0,2 für Movement. Wie viel bringt das denn effektiv? Wir haben. Ja, Tab war es, ne? 0,2 Bonus Move Speed. Move Speed haben wir. 6, also wenn das 1,2 Schaden mehr, sehe ich das richtig? Ja, ist ein Anfang. Noch mehr, ja, oder Brand. Wir nehmen tatsächlich Brand mit. Ganz die vielen Effekte. So. Critical Damage dealt.
Dann nehmen wir noch die Würmer mit. Ich habe ja gerade eine 800er Kill-Serie. Nice. Split. Ja, wir nehmen den Split mit. Ja, das möchte ich. Ohne viel zu gucken. Ein Schaden mehr für alle Projektile. Ist jetzt für den Meteor, der sowieso schon 50 macht, nicht so ganz so wichtig. Aber für unsere Basisgeschosse. So, nächster Boss. Da ist er. Was konnte der nochmal? Und der Magnus dazu. Weg mit dir. Du gibst uns einmal Salvage Energie. Ab und finde ich den Combo Streak. Ja. Ja. Ist ganz nett. Ist halt leider immer noch, wenn man die Combo beendet, machen wir ordentlich Damage. Wir wollen sie eigentlich spenden. 2 extra Schaden für die Projektile. Let's go. So, jetzt mal gucken, wie schnell der platzt. Der sollte ordentlich schnell. Das war knapp. Sterben, tut er auch. Und er gibt uns 2x20% Attack Speed. Jo! Wie viel Attack Speed haben wir denn bitte? 150%. Let's go. Dritte Karte. Waren wir schon mal auf der dritten Karte? Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir auf die dritte Karte kommen. Wir haben ein gutes Bild. Die Karte ist auch groß. Hier könnte man so ein bisschen... Oh, genau. Bitte mehr von euch. Danke. Oder hier oben kommt man auch durch. Also wir können tatsächlich... Ach doch, wir waren schon mal auf der dritten Karte. Diese weißen Helmbärts halten ultra viel aus. Attack Speed, noch mehr Attack Speed. Ne, mehr Damage. Mehr Projektilschaden. Die Frage ist, brauchen wir noch eine Combo? Also, es ist schon nett, aber es könnte doch noch definitiv noch mehr eskalieren, oder? Was denkt ihr? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Generell bin ich gespannt auf euer Feedback zu dem Spiel. Und vielen Dank nochmal für die Empfehlung. Der Stefan hat's empfohlen, nachdem er es bei Hand of Blood gesehen hat. Der haut ja auch viele Banger-Videos raus, der Gute. Herr Knabe. Also sie sind definitiv gut aufgestellt, aber noch nicht super. Okay, wir haben 7000 Kills. Wir haben 4 Runs relativ erfolgreich, also dürften wir so bei 20.000, 25.000 Kills sein. Fehlt noch ein bisschen was zu 100. Der dürfte auch ruckzuck runtergehen. Experience lassen wir erstmal weg. Attack Speed lassen wir weg. Das lassen wir auch erstmal weg. Dann nehmen wir noch AE Damage Feuer mit. Und du gibst uns jetzt auch was gratis. Gib uns Crit. Crit, Crit, Crit. AE Radius 5%. Na gut. Naja, gut. Wir brauchen 1300 Monster für ein Level Up. Okay, also wir sollten nicht mehr zu viele Level Ups bekommen in dem Run. Das heißt, genau überlegen, was wir jetzt killen wollen.
Diese starken Helmbeards, das ist schon. Ist das, wie das Spiel skaliert? Die normalen Monster plus Helme, plus dann vielleicht noch mehr Helme hinten raus. Okay, das ist fein, den hätte ich gern. Der Magnet hat nicht mal jetzt ein Level abgereicht, also das ist jetzt so. Vielleicht hätten wir doch noch ein paar Mal mehr XP erhöhen müssen. Um im Endgame auch noch zu leveln. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten gibt es denn? Ich habe nur was gesehen von wegen 30 Minuten Run. Wir sind jetzt bei 15. Und ich mein Gefühl sagt mir, dass wir nicht mehr so viel weiterkommen. Kettenblitz. Let's go. Den hätte ich ganz gerne auf Stufe 3, aber... Also zum aktuellen Zeitpunkt kommen die Gegner ja nicht an uns ran. Was gut ist. Was war das denn? Warum sind die alle gestorben? Die Mumser. Irgendwas war doch auch noch, dass wir uns opfern sollten für die Mumser. Dann nehmen wir noch einen weiteren Kettenblitz mit. Ich möchte mich aber eigentlich nicht opfern. Ich möchte den besiegen. Ah, renn. Lauf, Forest, lauf. Der haut richtig Techno-Mucke raus, ey. Der macht auch nicht Schaden. Da kommt noch ein kleiner, den hätte ich natürlich ganz gerne. Einen potenziellen guten Skill, da unten ist er. So, das gibst du uns. Crit, crit, crit. Noch mehr Ei im Radius. Dich hätte ich gerne noch mit, bevor wir auf die nächste Karte gehen. Also Schaden ist im Haus. Der heilt sich zwar, weil wir machen so viel Damage. Jetzt wir den kriegen. Gib ihm noch, genau, sein Skill einmal. Heal, jo. Warum denn nicht? So, Karte Nummer 4. So weit waren wir tatsächlich noch nie. Hier ist Schluss, gell? Ja. Okay, wie sieht die aus? Hier können wir nicht vorbei, aber es ist ein großes Areal. Sieht aus wie ein Stück Bierschinken. Dieses Spiel ist nicht vegan. Komm, unsere Runner. Run. Ach ja, denselben Witz immer wieder bringen, bis einer lacht. Wer kennt's nicht? Ist ein Magnet hingefallen, oder? Ja. So. AE haben wir mehr als genug. All Damage stellt. Ja, das ist schon wieder unsere Crit-Chance. Frostball, ne, wir nehmen Feuer mit. Die Frage ist, wann reicht unsere 50 Damage Meteor nicht mehr?
Und wie viel Level kriegen wir denn überhaupt noch hin? Da ist noch mal ein Magnet. Aktuell brauchen wir ihn noch nicht. Gott, die halten so viel aus. Die Runner. Es scheitert am Schaden. Was irgendwo klar war. Das Problem ist nur, dass wir kein Level bekommen, unseren Schaden zu steigern. So endet dann der Run. So, ich gebe einmal den Magneten. Danke. Danke. Oder das. Ja, wir nehmen Schaden mit. Definitiv hilfreich. Ich bräuchte mehr Erfahrung. Aber gut, das können wir uns ja mit den Punkten, die wir hier verdienen, Startmenü dann holen. Erst der Zwischengegner da oben. Der kann uns nochmal voranbringen, indem er uns einen guten Skill gibt. Kettenblitz dreimal. Let's go. Oder irgendwas. Ah, ihr Radius. Das ist, wie groß ist der denn eigentlich mittlerweile? 175%. Secret. Jetzt schon der Boss? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Zwischenboss. Da unten ist er. Sie. Ja, lass uns Ruhe. Ich hätte den halt ganz gern wegen potenziellen Verbesserungen. Zweimal. Schaden hoch. Nice. Noch ein Boss hier unten. Sollten wir auch mitnehmen vor Sigi. Da wir nicht mehr wirklich leveln werden, kommen wir nur über die Minibosse auf Skills. Wobei ich natürlich schon noch gerne 7 Minuten überleben würde. Stirb.
Yes. Und doch die EP. Oh Gott, ich renne da mitten rein. Einmal dieses Maul, Sonic Hole. Ah ja. Das hat man, glaube ich, einmal bisher geskillt. Finde ich nicht so stark. Damit sollte Sigi jetzt sterben. Nice. Da gibst du uns 4x15% Attack Speed. Wie viel haben wir denn? So, Meteoriten könnten wir erhöhen auf Schaden. Attack Speed 15%. Ja, wir nehmen tatsächlich noch eine Fähigkeit mit. Wir schinden ein bisschen Zeit. Wir rennen hier ans Map-Ende. Zum einen um zum Heilen, zum anderen wegen der Zeit. 6 Minuten bräuchten wir noch. Gut, vermutlich letzte Karte. Was haben wir? Wir haben einen Fels in der Mitte, wir haben die dicken, die kleinen spawnen. Geben uns aber ordentlich Erfahrung, die mag ich. Wir haben die Bomber. Wir haben hier oben ein gutes Plateau. Können wir einmal außen rumlaufen. Oh Gott. Das sind vielleicht ein bisschen viele. Vielleicht. Ja. Also ziemlich sicher. Jetzt fehlt der Match. Okay, schade. Aber 25 Minuten absolviert. Sollte uns auch ordentlich Score bringen. Und tschüss. Das war's. Das war klar. 391.205 haben wir bekommen. Nun gut, das heißt, wir könnten hier die letzte Stufe XP uns dazu holen oder refunden. Und es reicht immer noch nicht für die einen Projektil extra. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.